Hallo, die Calliope hier wieder mal. Ich habe heute gedacht, ich mache ein Video zu dem neuen Industrial Loft Set, was genau am 26.08. um 19 Uhr rausgekommen ist. Und mit dabei ist heute meine schöne Assistentin, die Lucrezia. Ihr kennt sie bestimmt noch von meinem letzten Hilfsvideo. Wie erstelle ich einen Sim jederzeit und überall? Da war sie noch ein Kleinkind, mittlerweile ist sie etwas gewachsen und ja, so sieht sie mittlerweile aus. Und ich habe sie einfach mal heute mitgebracht. Und ja, ich würde sagen, wir reden gar nicht lange herum und schauen uns die schönen neuen Gegenstände an. Das ist übrigens das Gebäude, was ich ganz schnell gebaut habe. Also wirklich noch nicht ausgearbeitet, gar nichts. Ganz grob. Einfach nur zum Verdeutlichen, wie das Ganze in diesem Ambiente ausschaut. So, dann gehe ich direkt in den Baumodus. Und wir schauen uns einfach mal an, was das Set alles bietet. Also wie gesagt, das ist ein Set. So heißt es in Deutsch. Im Englischen nennt man es Kit. Ich weiß auch nicht, wieso sie dann einen anderen Namen gegeben haben. Theoretisch hätte man es lassen können. Aber naja, Marketing halt. Und ja, und das ist aber nur ein kleines Pack, sage ich jetzt mal. Also kein Gameplay dergleichen, sondern wirklich nur reine Möbel, wie ihr ja auch seht, die dann zur Verfügung stehen. Also kein Gameplay, keine neue Welt und das Ganze könnt ihr ab jetzt kaufen. Ich habe es mir auch gerade geholt, also direkt jetzt nach Release. Und das kostet 4,99 Euro. So, ein bisschen Werbung nebenbei. Also, wir legen mal los. Ich will einfach nur zeigen, was es hier Schönes dabei gibt. Und hier haben wir schon mal, also ich nehme jetzt einfach hier mal die ersten Sachen, einen schönen Sessel. Sieht wirklich sehr schick aus, passt wirklich sehr zu dieser Umgebung auch. Und den gibt es natürlich in verschiedenen Farben. Einmal hier dieses schöne Blau und auch so einen schönen Ledersitz. Dann hier ein bisschen andere Farben. Die gehe ich jetzt einfach mal durch mit euch, dass man hier wirklich für jeden Geschmack etwas dabei hat. Genau. So, jetzt überspringe ich mal den Stuhl, weil es gerade etwas passender ist. Dazu gibt es ein Sofa. Platziere ich jetzt auch einfach mal. Und hier auch, genau wie der Sessel, gibt es in verschiedenen Farben, ist ein Dreisitzer. Mit schönen Farbvarianten, die wir hier dabei haben. Und auch so eine schöne Decke, die sie ja drüber gehangen haben. Und auch diese Optik ist wirklich sehr schön gemacht. Also von EA ist man ja auch schon anderes gewohnt gewesen. Aber man muss sagen, je länger es Sims 4 schon gibt, desto schöner auch die ganzen Objekte, die sie machen. Und man merkt richtig, dass sie sich so Mühe gegeben haben, auch wenn es jetzt nur so ein kleines Set war. So, dann machen wir weiter mit der Bar. Die ist bei mir hier noch nicht richtig gebaut, also nicht wundern, sieht komisch aus. Machen dann vielleicht mal den Tisch zuerst davor. So was Ähnliches hätte ich hier nämlich auch hingebaut und nicht ganz so eine hohe Halbwand, dann, dass man so von der Küche aus eine kleine Bar hat. Also jetzt nicht mit dem Tisch, aber ich will es nur mal zeigen. Also hier gibt es einen Tisch dazu und dazu natürlich so einen schönen Barstuhl oder einfach nur einen Esszimmerstuhl, wie man es halt nennen mag. Und der Tisch natürlich in Holz und auch mit diesem Metallgestell, also wirklich so Industrie-Look, wie ja auch das Pack heißt. Dann gibt es ja verschiedene Varianten und man sieht auch, das Holz von dem Tisch ist etwas verfärbt. Finde ich ganz schön gemacht, sieht natürlich aus. Finde ich viel schöner wie so einfarbige Objekte. Also gut, jetzt im Hellen sieht man es nicht so, aber hier so bei sowas. Ist echt schön gemacht. Und der Stuhl natürlich passend dazu. Und den gibt es auch in verschiedenen Farben. Passend zum Tisch natürlich. Genau, das wäre das. Dann gehen wir einfach mal weiter zum nächsten Objekt. Das ist hier so ein Sideboard, kann man sagen. Oder ein Highboard fast schon. So, das gibt es natürlich auch in verschiedenen Farben. Sieht ganz so aus, als wären die Farben alle so ein bisschen ähnlich. Finde ich auch gut, weil es muss ja auch zusammenpassen, sonst könnte man es nicht Set nennen. Und hier färbt sich auch das Metallgestell so um. Ist ganz schön gemacht. Und sogar eine Radie dran, das sieht auch toll aus, als hätte man das umgebaut. Und dazu so ein Objekt, das haben wir sehr ähnlich sogar schon. Und sowas gab es jetzt nochmal dazu. So eine Art Nachttisch oder Beistelltisch halt und ein bisschen in anderen Farben. Natürlich auch alles zusammenpassend. Genau. Das nächste Objekt, das ist ein
Tisch fürs Sofa. Und da schauen wir uns auch die Farben an, aber die sind hier eigentlich überall ziemlich ähnlich gemacht. Das ist auch wieder ganz schön, die beiden, finde ich. Also ist Geschmackssache, aber ich finde, das sieht ganz schön aus. So, und was es noch dazu gab, ist eine neue Pflanze, ein Pflänzchen. So ähnlich, wie es ja auch beim, wie heißt's, InDesigner Gameplay Pack war. Da gab es ja auch so eine Pflanze, die so ein bisschen strohig war, sage ich jetzt mal. Und die erinnert mich ein bisschen daran. Ist aber auch ganz schön gemacht, so flach und schöne Textur, schöne Vase vor allem. Hier gibt es auch die in verschiedenen Farben. Naja, wenn es gefällt. Aber gibt auch schöne Sachen darunter. Ist halt alles immer Geschmackssache. Genau. So, dann geht's weiter. Das habe ich natürlich schon als erstes vorhin gesehen. Da habe ich mich schon ein bisschen verliebt. Wo stellen wir das denn hin? Machen wir es hier hin. Nimm die Säule, die hier so schief ist. Ich weiß nicht, wieso, dass die immer so schief sind, aber egal. Das ist, weil ich hier so einen Balken gesetzt habe. Das muss ich dann anders machen, wenn ich das Gebäude hier dann richtig baue. Aber für heute soll es erstmal reichen. Also, hier geht's weiter. Man sieht hier so ein schönes Gestell ist das mit ein paar Sachen drauf. Ist schon die Slots besetzt. Also ich nehme mal an, da kann man auch jetzt nichts reinstellen. Man sieht ja auch keine freien Plätze und auch Pflänzchen sind schon mit dabei. Also das ist ein reines Dekoobjekt ohne Slots zum irgendwas draufstellen. Und hier natürlich auch überall die schönen, passenden Farben dazu. Nochmal mehr langsam. Ich war gerade etwas schnell gerade. So. Und dann gibt es hier noch ein schönes Pflänzchen, ein kleines Pflänzchen dazu. Das finde ich auch ganz schön. Das ist irgendwie genau mein Stil. Finde ich echt schön. Sachen hätte man jetzt auch zum Aufhängen machen können. Aber wir sind ja noch nicht ganz durch. Wer weiß, was noch kommt. Und ja, hier gibt es auch ein paar verschiedene Farben. Die Pflanze innen drin ändert sich jetzt nicht so. Ja, ein bisschen das Rosa wird nochmal rot hier. Und das Äußere verändert sich auch. Aber ist ganz hübsch gemacht, finde ich. Ist auch mal etwas Abwechslung. Nicht immer nur die gleichen Objekte. Es ist auch schön, dass sie mal so komplett was Neues gemacht. Also neu. Gut, es gab jetzt schon so genug Loftobjekte, muss ich sagen. Also richtig gewünscht habe ich es mir nicht. Ich jetzt selber, aber ich denke mal, es sind schöne Sachen und wenn man es nicht haben will, muss man es ja nicht kaufen. Aber ich finde, es lohnt sich schon. Es sind schöne Objekte bisher, was wir jetzt schon gesehen haben. Und hier gab es dazu noch so ein Wandobjekt. Also vermutlich sollte es so ein Aufdruck sein, der so etwas verwaschen schon ist, weil oft sind ja in New York solche Lofts in alten Firmen gebaut worden. Darum ja auch immer diese Tapete, die man hier sieht, weil das halt alles daran angelehnt ist und da passt so ein Aufdruck halt wirklich gut dazu. Gut, das ist ja in der Küche so, Küchenobjekt, aber ich finde es schön. Wieso nicht? Passt gut zu dem Stil. So, dann geht's weiter. Dann haben wir hier noch Objekte für die Decke. Also solche Luftröhren sollen das sein. So eine eckige, dann gibt es hier so ein längeres Teil und ein Teil, was hier noch so einen Luftschacht drin hat. Und die kann man natürlich auch hier so zusammenstellen. Man kann sie kleiner machen, man kann sie größer machen. Sieht dann auch nicht matschig aus von der Textur, außer man übertreibt es halt. Aber man sollte ja auch nicht so groß machen. Aber sind wirklich schön gemacht. Das hier sieht jetzt noch gerade etwas dunkler aus wegen der Lampe. So. Jetzt ist es etwas dunkler hier. Naja, wir lassen es mal so. So. Und die gibt es auch in verschiedenen Farben. Natürlich alles so metallische Farben, weil ist halt ein Lüftungsschacht und will man ja nicht knallige Farben haben. Und hier natürlich auch überall. Genau, so kann man hier schön dekorieren an der Decke mit dem Lüftungsschacht. Sieht man ja auch oft in den Lofts, dass sowas noch an der Decke ist, weil das halt einfach modern ist. Und dann gab es noch dazu einen Deckenventilator. Da hatten wir auch schon einige, aber nicht in dem Stil halt. Finde ich auch gut gemacht. Und den gibt es auch passend wie die anderen Objekte, auch mit Holz und Metall. Hier ein bisschen knalliger. Naja, wem es gefällt, warum nicht?
Ist aber, glaube ich, keine Lampe, oder? Strom. Nee, das ist nur ein Ventilator. Ich habe jetzt gerade nachgelesen, mal vielleicht, es gibt ja heutzutage auch Ventilator und die haben so eine Lampe drunter. Hätte sein können, das ist so eine. Hätte mich jetzt interessiert. Aber das ist ein reiner Ventilator. Bringt einfach eine Umgebung, verbraucht Strom, ist ja realistisch, weil natürlich, dann kühlt der ja auch. Aber der scheint, glaube ich, jetzt keine Effekte zu haben, außer Umgebung auf die Sims. Ja, das so viel dazu. Wieso habe ich eigentlich den Tisch darüber gestellt? Der gehört ja hier dazu. So, dann geht's weiter. Dann haben wir hier ein flauschiger Teppich, weil wir ja noch nicht genug flauschige Teppiche haben. Aber der ist auch schön. Mal etwas bunt, sonst waren die ja immer so schwarz, braun, so wie hier eigentlich auch. Aber, oh, hier finde ich schön mal etwas Neues. Mehr Farben. Hier auch wieder so gestreift. Ja, das stimmt. So einen viereckigen Teppich in der Größe hatten wir bisher nicht, nur so einen kleinen. Und viele haben halt dann den einfach vergrößert, habe ich auch oft in meinen Bauvideos selber so gemacht. Der war dann auch etwas matschig von der Textur, aber dass ein Teppich war, fiel es nicht so auf. Und jetzt haben wir endlich auch so einen großen dazu. Ist doch auch schön. Passt ja auch hier dazu. Vor allem, weil das Gebäude, also ich habe jetzt hier den Boden noch nicht gemacht, fällt mir auf. Aber die sind ja immer so aus Beton gebaut und die Sims laufen ja auch oft barfuß herum und also halt auch einfach realistisch gesehen ist es natürlich schön, wenn man bei so einem Loft so einen Teppich hat oder oft macht man ja heutzutage auch Parkett rein. Das ist zwar nicht so kühl, aber ist natürlich auch schön, wenn man dann so einen schönen flauschigen Teppich unter den Füßen hat. Wer mag das denn nicht? Also ich mag das ja, wenn man barfuß ist und dann so einen schönen Teppich hat. Und da gibt's hier noch dazu ein schönes Wandobjekt. Das soll wohl so eine Art Heizung, Lüftung und Klimatisierung sein, steht hier drauf. Ist einfach nur ein reines Dekorobjekt wieder. Also eigentlich wie alle Sachen hier, außer natürlich, dass man Sitze und so weiter benutzen kann. Und hier gehen wir auch mal die Farben wieder durch. Natürlich wieder passend zu den anderen Möbel dazu. Finde ich auch schön. Und hier gibt es noch ein Rohr dazu. Röhren der Traum. Ich finde die Namen immer so lustig. Und auch die Texte, die die Entwickler hier schreiben. Auch natürlich wieder ein Dekoobjekt. Passt jetzt hier halt nicht so ganz, weil der Raum höher ist. Aber ich glaube, das soll auch so sein. Weil hier oben ist es ja zu. Könnte man jetzt auch mitten in den Raum stellen. Also, wie man halt dekorieren will. Weiß jetzt nicht. Ich stelle es jetzt nur so hin, ich mache das ja jetzt nicht zum Dekorieren, sondern nur halt zum Zeigen. Also, sei es mir verziehen dieses Mal. Und hier gibt es auch wieder passende Farben dazu, einmal mit rotem Rad, dann halt ein bisschen so. Und mal ein bisschen alt, mal eher modern, wie man es halt gerade braucht. Könnte man jetzt auch aufs Dach stellen zum Beispiel. Ich habe hier oben so ein flaches Dach. Theoretisch würde sowas ja auch hier oben passen. So als Deko-Idee, Einrichtungs-Idee. So, und dann sind wir schon bald am Ende angekommen. Es gab noch schöne Lampen dazu. Das sind auch solche längeren Lampen. Aber ich glaube, die Sims können noch durchlaufen. Wir schauen mal. Aber ich glaube, es geht noch ganz knapp. Naja, vielleicht ein bisschen ducken muss es sich. Man kann es ja über den Tisch machen. Das machen wir ja oft so mit solchen herabhängenden Lampen, dass man die so über den Tisch hängt, weil ganz einfach, dass man sich da die Birne anhat. Die gibt es ja auch in Kürze hier, also in jeder Größe, oder? Man nimmt dann das hier für sowas. Da wird das auch schick aussehen. Ja. Habe ich jetzt was anderes genommen, weil es das vorher noch nicht gab? Das wäre jetzt auch eine Idee, dass man die Lampe dorthin macht. Oder halt einfach so über einen Tisch, damit da nichts passiert. Und die gibt es auch in verschiedenen Farben, so wie dieses Metallding nebenan dort auch. So ganz ähnlich wieder. Wie der Ventilator auch mit diesem Gelb und Rot und Grün.
wieder ein bisschen weg. Und diese Lampe gibt es dann im Mittel und den ganz kleinen. Ist jetzt hier langsam etwas hell. Und die gibt es natürlich auch in allen Farben. Also allen Farben. Halt die gleichen Farben wie die andere natürlich. Und die genauso. Es ist ein Schrank. Und hier auch wieder, wie dieser industrielle Stil halt ist, mit Holz und einem Metallgestell. Und hier haben wir verschiedene Farben. Wieder passend zu den anderen Möbelobjekten. Also ich finde wirklich, diese Holztextur ist echt schön gemacht, nicht so langweilig gemacht. So, und dann schauen wir, was wir noch so alles dabei haben. Beim Baumodus ist ja bei Tür und bei Fenster was Neues dabei. Das schauen wir uns jetzt auch an. So, ein neues Fenster gab es dazu. Das ist so ein ähnliches, wie wir auch schon im Basecamp hatten. Mit diesen Halbrunden. Und bei der Tür suche ich auch gleich schon mal raus. Sogar zwei Türen. Einmal so eine offene Durchgangstür. Und einmal eine Schiebetür. Mache ich mal so hier hin. Ich schiebe das alles nur etwas rüber. So. Schauen wir uns doch mal von außen an. So, dann mit der Schiebetür fangen wir mal an. Das ist auch wieder, wie gesagt, in diesem Stil. Ganz in den Farben, die wir schon hatten. Und hier auch etwas mit Struktur noch auf die Tür drauf. Mal etwas älter, mal etwas moderner. Und das Fenster gibt es ja auch in verschiedenen Farben, natürlich keine übertriebenen Farben wieder wie bei den Lampen und so weiter. Auch schön dieses halbrunde und auch das breitere Fenster, nicht ganz so hoch, aber trotzdem für dieses Gebäude natürlich ein sehr hohes Fenster. Und hier die Durchgangstür, die ist immer offen, die hier lässt sich auch nicht zumachen. So was Ähnliches, wie wir auch im Schneeparadies hatten, für die ganzen japanischen Einrichtungen. Und hier auch wieder in verschiedenen Farben, wie halt die anderen Objekte auch. Also hier das gleiche wie das Fenster, das sie natürlich auch schön zusammenpassen. Ja. Und dann für den Schluss, was ich vorhin noch außen vor gelassen habe, weil es mir irgendwie nicht angezeigt wurde, warum auch immer, gab es hier auch noch ein Bett dazu. Mit auch wieder, wie vorhin halt, mit den Farben. Wieder mit Metall- und Holzelementen. Schön bunt, aber auch schlicht. Und hat auch ein komplett schwarz wieder oder weiß oder ein bisschen buntere Varianten. So eine Art Himmelbett. Könnte man jetzt theoretisch noch so Vorhänge dazu machen und dran machen. Genau. Genau, das war's auch schon. Dann sind wir schon beim letzten Objekt angekommen. Und ich finde, da haben wir wieder einiges zum Dekorieren bekommen. Ich wollte es einfach mal zeigen, falls ihr noch unentschlossen sind oder einfach nur neugierig seid, was es so gibt. Brauchte man jetzt nicht unbedingt, finde ich, aber ist schön gemacht. Und wenn man gerne so ein bisschen einrichtet, so wie ich, finde ich, und einem das Spaß macht, dann kann man eh nie genug Objekte haben. Und von daher passt das schon. Und ich bedanke mich heute, dass ihr mir zugesehen habt. Lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr zufrieden wart. Und gebt mir auch gerne Feedback, was ich verbessern kann, was ihr euch wünscht, falls ihr schon Wünsche habt, die ihr dahingehend bei mir auch äußern könnt. Gerade jetzt, da der Kanal wirklich noch sehr, sehr winzig ist, kann ich jedes Feedback gut gebrauchen und auch jede konstruktive Kritik. Und natürlich gibt es diese hübsche junge Dame dann auch in der Galerie. Ich werde sie nämlich die nächsten paar Stunden sowieso noch hochladen, einfach weil sie gealtert ist und ich finde sie so
speziell halt auch nicht so langweilig wie die anderen Sims. Naja, ich habe viele Sims. Ich habe auch normale Sims, aber sie ist halt was Besonderes. Und ich lade sowieso viele meiner Sims ab und mal hoch, weil ich finde es einfach schön, so ein bisschen teilen. Ich lade ja manchmal auch gerne selber runter von anderen, wenn ich jemanden brauche in der Familie. Und genau. Die kleine Lucrezia. Ja, mach doch mal ein Selfie. Ist halt ein Teenager mit ihrem Handy. Geht nicht mehr ohne. Genau, dann war es das ja zu diesem Industrial Loft Set für 4,99. Wie gesagt, könnt ihr euch jetzt schon über Origin kaufen oder anderen autorisierten Verkäufern. Und dieses Gebäude oder sowas sehr ähnliches werde ich demnächst auch natürlich bauen und ein Speedbuild dazu machen. Wen es interessiert, gerne mal reinschauen. Einfach mal die nächsten Tage Ausschau halten. Übers Wochenende werde ich bestimmt ein bisschen im Baufieber sein mit diesen neuen Objekten. Ich habe nämlich sowas noch nie gebaut. Es wäre also Zeit, das mal auszuprobieren. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt, wo wir so schöne Objekte bekommen haben, dann lohnt sich das auszuprobieren. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.